Maria ist Jungfrau. Sie ist vielleicht 15 oder 16 Jahre alt. Ist mit der Verlobten will heiraten. Du bist ein Zimmermann. Es sieht und tobelt Greg am Balge. Es fehlt eher als Maria. Aber es ist ein lauter Mann und deshalb trotzdem nicht. Maria lebt immer so, wie es Gott gefällt. Es achtet die Gebote Gottes. Fleißig erledigt alle Ernte. Es hält am Grunde Wasser. Es macht Getreidekörner zum Mehl. Es backt gut und reinigt's Haus. Wo am Sorg ist Maria der Hammer. Es ist still. Auf einmal kommt ein Engel Gottes. Er sagt: Gegrüßet seist du, Maria. Maria erschrickt. Was soll dieser Gruß bedeuten? Fürchte dich nicht. Gott schickt euch bei dich. Da sollst du Kind kriegen. Zweite Bau. Da sollst du den Namen Jesus geben. Seist du der Zauberer. Du freust mich, dass ich ein Kind kriegen soll. Ich sehe bereit, es soll passieren, wie Gottes will. Wenn Josef erfährt, dass Maria ein Kind kriegt, er enttäuscht. Ich sehe doch gar nicht den Vorhof von dem Kind. Was soll ich dir jetzt machen? Soll ich mit dem Kind allein laufen? Soll ich mich von Maria trennen? Darüber muss ich erstmal schlafen. Aber noch erscheint ihm ein Engel Gottes im Traum. Der Engel sieht. Jupp, sei nicht traurig. Dort Kind, dort Marie kräht ist vor Gott. Es ist ein Bauch. Da sollst ihm der Baba sein. Am nächsten Morgen weiß Josef, was er da wird. Er wird bei Maria Halle in das Holrotte. Also Bewohner in seinem Reich zähle. Deswegen befiehlt, dass alle Leute in ihre Heimatstadt zählen müssen, wo sich da in Liste Esel tun. Ah, Josef, der Murmel hat zur Faust in Bethlehem gehen. Der Weg ist eckweit und eckschwer. Wer soll das finden? Unser Kindkind und bald auf der Welt. In Bethlehem ist viel los. Maria und Josef können keinen Platz in der Herberge oder im Gasthaus. Endlich sind in der Kopf im Stall, so hoch auf Strohstube. In dem Stall kriegt Marie dort Kind. Sie gibt ihm den Namen Jesus. Marie wickelt Jesus in Windeln. Weil sie kein Bett hat, lädt sie in die Krippe, wo sonst das Vorrat von der Dähne drin ist. Viele Wiesen und Wälder. Da sind Hirte, die nachts auf ihre Schafhofdirre. Plötzlich tritt ein Engel Gottes zu die Hirte. Hell leuchtend glänzend steht er da. Die Hirte schreckt und hat große Angst. Der Engel rasiert zu ihm. Ho, kein Angst! Ich komm vor Gott, bring auch eine frohe Nachricht. Auch ist ihr Bethlehem der Bau Gottes geboren. Und so dort ihren Finne. Das Kind leid, ihr Windle gewickelt in der Krippe. Und plötzlich sehen die Hütte viele Engel, die Engel um Gott. Du sagst die Hütte zum Narr? Komm, wir wollen nur Bethlehem nehmen und das Kind sorgen. Wir wollen den Sohn Gottes nehmen. So machen sich die Hütte auf dem Weg nach Bethlehem. Sei finden Jesus in der Krippe in einem Stall. Genauso wie es der Engel gesagt hat. Der Hütte fällt auf die Knie und danke Gott. Maria und Josef betragen.
erzähle, was ihm der Engel über Jesus gesagt hat und wie sie das Kind in der Krippe gefunden haben. Weit entfernt im Neuland sähe drei Könige in hellen leuchtenden Lichtschein. Sie wisse, dass etwas Besonderes passiert sein muss. Sie kenne sich im Sterne aus. Dieser Stern sorgt ihnen, dass ein neuer König geboren worden ist. Die drei Könige haben sich auf den Weg gemacht. Sie sind dem Stern gefolgt. Der Stern zieht für ihn her und zeigt ihnen den Weg. In Bethlehem blieb der Stern genau über den Stall stehen. Die drei Könige betreten leise den Stall. Sie sehen Jesus in der Krippenleihe. Die Könige haben auch Geschenke für Jesus dabei. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Die Männer freuen sich über die Geburt des neuen Königs. Sie knallen nieder und danken Gott. Dann gehen sie wieder hart in ihr Land. So, das war ja mal eine richtige Überraschung. Alle Schauspieler bitte noch mal zu mir. Wer hat denn erkannt, in welcher Sprache die Kinder heute gespielt haben? Louis? Platt. Was war es denn für Platt? Mengers Kirchener Platt? Dillhäuser oder Probescher Platt? Oder Mengers Kirchener Platt? Oder Waldermacher Platt? Wie war's? Das war Waldermacher Platt, Winkelsdorf Platt und Mengers Kirchener Platt. Gott sei Dank, wir haben gemischt. Da darf kein Dorf jetzt sauer sein. Wir haben alles drin gehabt. Super. Und wir hatten Helfer, stimmt's? Der Herr Klein leitet die Platt AG. Und wer hat das Stück geschrieben, Herr Klein? Auf Platt? Ihr zusammen? Ja. Oder du? Ja, ja, nee, alle. So, und dann hatten wir noch zwei Omas. Nämlich, da hinter dem Vorhang steht eine und hier sitzt eine. Das ist die Oma vom Janis Urbanski, das ist, darf ich mal Inge Marie sagen, gell? Und das da hinten vorne, das ist meine Mama und Lenis Oma. Und die hat auch Gordon. Ich habe auch eine Mama, könnt ihr euch das vorstellen? Und eine Strenge dazu. Das ist so wunderbar, wenn wir doch durch so viele Generationen hindurch etwas nicht vergessen lassen, was fast kein Kind mehr kann. Wer von euch, die Lisa da weiß ich, die kann noch wirklich Blatt schwätzen. Wäre Lisa da, kannst du noch richtig Blatt? Ja. Menge ich kann ja Blatt. Okay, kann sonst von euch noch einer wirklich Blatt? Aber dafür, Kompliment, hat die Lucy toll gemacht, die Lea, die Sophia, der Janis, der Pascal, der... Ach, der Sascha, der Philipp, der war ganz aufgeregt, der hat es ganz super gemacht, der Nico und ich habe heute Morgen, bin ich vergesslich, der David, der muss gleich mal einen Schein mir wiedergeben, wenn es schon da. So, einen donnernden Applaus nochmal.